Ernährungsexpertin Caroline Rauscher betreut Top-Triathleten wie Florian Angert, Anne Haug, Nils Frommhold oder Laura Philipp. Und ab sofort auch euch, denn hier ist das Ernährungstutorial von trimark.de. Unsere Frage heute an Caro: Wie sinnvoll ist ein Cheat Day? Meine Vorgehensweise im Hinblick auf Ernährungsempfehlungen bei meinen Athleten ist im Prinzip frei von strikten Vorschriften bzw. frei von klaren Verboten. Weil im Grunde sollte es so sein, Essen ist ja Lebensqualität, in meiner Welt zumindest. Und es ist wichtig, dass der Sportler dafür sensibilisiert wird, welchen Stellenwert eine gesunde, ausgewogene Ernährung letztendlich für seine Gesundheit und für seine Leistungsfähigkeit hat. Und außerdem ist eine gesunde, ja, eine umweltbewusste Ernährung ja mehr als einfach nur der Benefit für die Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit, sondern hat ja massive Auswirkungen auf unsere Umwelt und damit natürlich auch auf die Zukunft unserer Kinder. Also der Stellenwert ist in meinen Augen sehr, sehr groß. Wie man jetzt diese Ernährung an den Sport, an das Training, an den Wettkampf anpasst, dafür gibt es letztendlich viele Wege, die nach Rom führen. Und es spielt auch keine Rolle, ob man jetzt vegan, vegetarisch ist oder als Allesesser unterwegs ist, wenn man das Prinzip der angepassten, und zwar intelligent angepassten Ernährung verstanden hat. Und bei aller Vernunft, bei aller Verantwortungsbewusstsein, bei allem Verantwortungsbewusstsein, ja, hat man natürlich auch einmal Tage, an denen man etwas Unvernünftiges oder total Ungesundes essen möchte. Und ich finde, das ist einfach okay. Man soll es dann essen, man soll es trinken, man soll es ohne schlechtes Gewissen tun und man soll sich daran auch erfreuen. Und sich permanent zu disziplinieren, und zwar hundertprozentig zu disziplinieren, was meiner Meinung nach auch in einer gewissen Weise mit Kasteien einhergeht, und dann an einem Tag völlig unkontrolliert sämtlichen Mist in sich hineinschaufelt, finde ich nicht zielführend. Also das ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Und ich freue mich, dass ihr euch so intensiv mit diesem Thema Ernährung auseinandersetzt und freue mich auf weitere Fragen von euch.